In dem Livestream dann, den ich eventuell am Wochenende mache, am Osterwochenende, werde ich definitiv schon hergehen und den einen Minenschacht fertig machen. Also den die U-Bahn-Verbindung zum Endertor. Werde mir vielleicht eventuell noch jemanden einladen, der mir da ein bisschen helfen kann. Aber das ist so grob schon mal der Plan. Vielleicht danach noch ein paar Minigames und dann vielleicht ganz zum Schluss noch City Skylines. Ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich jetzt einen 0815 Stream machen will, der jetzt über 2-3 Stunden geht. Nee, das soll schon was Langes werden, dass ich, was weiß ich, um 12 Uhr mittags anfange und dann 2, 3, 4 in der Früh aufhöre. Soll schon was Ordentliches werden, wenn man schon Zeit hat, wieso nicht. Vielleicht wird es auch ein 24-Stunden-Livestream, muss ich aber noch gucken, wie es zeitmäßig so hingeht. Weil das kann ich jetzt alle noch nicht versprechen. Das wird die Woche noch zeigen, was hier alles geht, was ich alles machen kann. Und natürlich mache ich auch so viel, wie ich Bock habe, Spaß habe und natürlich auch mit euch zusammen und werde es natürlich auch noch ankündigen. Also so kurz vor knapp, wie ich es jetzt das letzte Mal also gestern gemacht habe, für mich gestern, für euch letzten Sonntag, wird es hoffentlich nicht wieder sein, denn dann kündige ich das schon ein bisschen eher an. Das muss ja auch sein, weil ihr müsst euch auch vorbereiten, ihr wisst ja auch nicht unbedingt, aber wenn ich so einen Stream ankündige, ihr könnt da sicherlich, auch wenn es schnell geht oder ich einfach mal kurzfristig ankündige, könnt ihr dann auch später mal vorbeigucken. Kann immer gut möglich sein, dass ich stream, immer mal Hallo sagen, das ist doch drin, da freue ich mich, wenn wieder ein Abonnent Hi sagt und da einfach mal vorbeiguckt. Ich habe unten, für die, die es nicht wissen, unten in der Videobeschreibung verlinkt, mein Twitch-Kanal, einfach mal folgen, dann kriegt ihr auch eine E-Mail, wenn ihr wisst, hey, oder wenn ihr wollt, dass ich ihr eine E-Mail bekommt, einfach mal folgen. Dann wurde ich die Woche auch mal gefragt, ob ich meine Minecraft-Welt zum Download bereitstelle. Ja, eingefleischte Abonnenten wissen es. Ja, tue ich, mache ich. Jede volle 100. Also die Welt zu 1300 ist natürlich wieder auf meinem Kanal. Und auch ältere. Ja, ich habe das eigentlich Vom wann weg habe ich das eigentlich gemacht? Ich weiß es gar nicht jetzt auswendig. Aber ich habe eine gewisse Minecraft-Zahl, wo ich einfach mal angefangen habe, immer wieder oder immer zur vollen 100 die Welt hochzuladen. Weil ich mir denke, so, ja, ihr habt Spaß mit mir. Wieso solltet ihr dann nicht auch Spaß mit meiner Welt haben? Ist ja unsere Welt, nicht nur meine, es ist unsere. Vor allem, ihr schickt mir ja auch immer wieder Ideen, was ich hier machen könnte. Deswegen ist es unsere Welt, nicht nur meine. Wollte ich nur mal nochmal erwähnt haben. Deswegen habt ihr auch ein Anrecht drauf, hier auf unserer Welt, wollte ich schon wieder meiner Welt sagen, unserer Welt zu spielen. Geht es mal wieder. Ist es so schwer, auf unsere Welt zu spielen? Auf unsere. Nicht auf meine, auf unsere Welt. Und was halt wirklich nur meine einzige Bitte ist, ihr spielt die nur und nicht irgendwie hochladen oder sonst was, irgendwie behaupten, das ist meine Minecraft-Welt. Nein, ist meins. Das dann schon bitte. Ein bisschen Fairness muss schon sein, aber es darf sich jeder runterladen, macht, habt Spaß damit, vergewaltigt diese Welt so, wie sie euch gefällt. Und vielleicht schickt ihr mir ja auch ein paar Screenshots oder auch die Welt wieder zurück, wie ihr sie verändert habt. Kann man sich ja sicherlich ein paar Ideen rausziehen. Ihr habt ja da auch ganz andere Ideen. Vielleicht, wenn man so selber am Bauen ist, kommt man da auf ganz, ganz, ganz kuriose Sachen, die ich eventuell, auf die ich nicht komme, weil ich ja doch mehr oder weniger nur in den Aufnahmen immer spiele oder nicht nur mehr oder weniger, ich spiele nur in der Aufnahme oder im Stream oder. Ist jetzt eigentlich dann wirklich der erste Stream wirklich geplant, wo ich wirklich sage, es bleibt ein Stream, das wird auch immer ein Stream bleiben.
Und das ist dann in meiner Welt. Vielleicht, dass ich es dann schon auf Twitch irgendwie highlighte, dass ihr das dann nochmal nachgucken könnt, wenn ihr natürlich nicht Zeit habt. Also so fies bin ich da nicht. Vielleicht bringe ich es ja doch auf YouTube. Also wirklich nur das kleine Stück, wo man dann Minecraft hier spielt und das dann wirklich als Zwischenfolge macht, dass ich, was weiß ich, wenn es jetzt 1317 jetzt ist, wo das hier thematisch reinpasst, genau folgentechnisch, dann wird es halt 1317-2. Also nichts jetzt was eigenes, sondern hier einfach eine Vervollständigungsnummer, nenne ich es jetzt mal. Also jetzt nicht wirklich was Eigenständiges. Muss ja nicht sein, ist ja alles ganz easy. So. Jetzt muss ich hier mal so eine Grundform reinbringen in den ganzen Hügel. Mensch, das ist ja nie so einfach, ne? Nie so einfach. So, ich trage hier mal wieder munter ab. So, hier so ums Eck schon mal rumgehen. Dass wir da schon mal grob was haben. So, und dann mache ich mal den hier. So, hier ein bisschen abrunden. Ja, oh, so gefällt mir das. Wunderbar. So, hier ums Eck. Also jetzt bin ich wirklich nur noch am gucken, wie das am besten aussehen könnte. Ich hoffe, das hat jetzt so eine schicke kleine Grundform, die man auch irgendwo beibehalten kann. So, dass man schon mal sieht, was hier alles weg muss. Und hier muss einiges weg. Vor allem an Erde. Also ich darf mir definitiv schon wieder eine neue Kiste hier voll machen. Also eine große Kiste bauen wieder und wieder nur Erde reinballern. Weil die werde ich wieder nicht los fürs Erste. Erstmal alles abtragen und dann klatsche ich sowieso die Hälfte wieder hin. Das ist ja selbstverständlich. Wenn man sagt, was ich hier jetzt alles weg abgetragen habe, das ist ja nicht normal, ne? Nur, dass ich ein neues Gebäude hinstelle, das ich noch nicht mal wirklich richtig angefangen habe. Ich habe eigentlich nur hier weggebaut, weggebaut, weggebaut. Und ja, richtig gebaut habe ich noch nicht. Ne. Es kommt dann schon noch, wenn ich dann jetzt schön gemütlich hier. Wenn ich sage, ja, die Umgebung passt, die Aussicht passt, dann kann man schon mal anfangen und das Gebäude hochziehen. Also, es wird dann schon was Schönes. Hoffentlich. Ich bin noch am Überlegen, wie ich es mache. Ob ich es monoton in einer Farbe lasse oder auch eventuell eine Farbenvielfalt mache, die eventuell gefallen könnte oder auch nicht. Das ist ja alles ganz relativ. So, es wird dunkel. Es ist noch nicht dunkel. Ich werde aber das jetzt erstmal dann nutzen, wenn es dann hier noch dunkler wird. Und werde hier eine kleine Pause machen, weil ich hier schon wieder an meine Stundengrenze komme und ich nicht will, dass hier das kaputt geht. Ich habe das immer noch nicht geprüft, ob das hier immer noch so ist. Ob nach einer Stunde meine Aufnahme kaputt ist. Deswegen muss ich halt hier immer noch Pausen setzen. Trink dann kurz, werde den Fussel aus meinem Bart holen und einfach mal gucken, dass das hier was Ordentliches wird. Und ja, muss dann einfach mal gucken. Ja, die Schaufeln kann ich dann eigentlich noch wegmachen. Das kriege ich dann auch noch gebacken. Bevor dass ich ins Bett gehe. Nee, ein kurzes Päuschen ist immer nicht schlecht. Da kann man sich immer schön erholen. So, die Schaufel ist weg. Und ja, deswegen sage ich schon mal bis gleich und man sieht sich. So, da bin ich auch schon wieder nach meiner kleinen, aber feinen Pause und wir versuchen den Hügel noch hügeliger aussehen zu lassen. Auch wenn ich hier schon wieder nicht ewig viel Erde habe. Muss ich mir Kisten machen. So, auf jeden Fall. Das muss schon mal drin sein. So, 16 Stück, 21 insgesamt. Dann habe ich schon mal zwei Kisten. Genauso viel, wie ich brauche. Um hier die Erde schon mal hier wegzubekommen. Alter.
So viel Erde. Das hält man doch im Kopf nicht aus. So. Den Kies hier noch verteilen. Hier den Ding rein. Und passt hier noch Stein rein? Ja, hier passt noch Stein rein. Gut. Dann brauche ich noch Schaufeln. Schaufeln! So. 7 Stück. Sind ja eh gleich kaputt. Sind ja halt keine Marken. Ist halt keine Markenqualität. So. Und die braucht man hier locker. Das weiß ich jetzt schon. Ist zwar nicht irgendwie verbessert, weil eine Schaufel, meh, muss nicht verbessert werden. Auch wenn ich jetzt eine. Was ich halt im Livestream auch machen kann, dass ich ein paar Levels mache und mir hier. Oder jemanden abstelle, der mir hier ein paar Sachen enchantet. Hier ist ein Loch. Ist ja cool. Das habe ich schon mal ausgeleuchtet irgendwann. Falle ich einfach mal in das Loch. Auch nicht schlecht. Wollte ich jetzt nicht unbedingt hier machen, dass ich hier in ein Loch falle. In ein moralisches Loch. Oh mein Gott. So. Jetzt weg hier mit dem Scheiß. Ich will hier einen anständigen Hügel produzieren. So. Erstmal weg mit dem ganzen Rotz. Der definitiv hier nichts mehr wird. Und dann geht's ja eh schon auf. So, gucken wir mal, welchen Schwung hier alles bekommt. So, hab eh schon wieder 61 Erde. Was tue ich nur mit der ganzen Kacke? So, jetzt machen wir hier so einen kleinen Schwung rein. So, hier einfach mal reinbrezeln. Den ganzen Scheiß, so. Dann haben wir das hier so. Hallo Schaf, wie geht's es dir? So, dann will ich ungefähr hier nochmal so ungefähr was haben. So, so Dreierabstände mehr oder weniger. Bevor, dass ich dann nochmal einen tiefer gehe. Also das wird so mein Erdkranz. Das wird so das Grundbedürfnis, das ich stillen will. An Hügel. Das soll hier wirklich flach reinlaufen. Der wird am Ende nicht mehr hoch sein, das weiß ich jetzt schon. So, hier noch ein bisschen auskleistern. So. Dass ich die Erde schon mal ein bisschen losbekomme. Weil ich weiß, ich brauche da noch ein bisschen was. So. Bis das hier auch was wird. So. Sieht doch schon ein bisschen hügelig aus hier. So ein bisschen. So. Und mir geht das Fressen auch schon wieder zu Neige. Deswegen muss ich mir auch bald mal wieder was holen. Aus meinem guten Lagerlein. Deswegen laufe ich da auch gleich los. Ich glaube, ich habe hier in den Kisten nichts mehr gebunkert an Essen. Und mir hängt der Magen schon wieder bis zur Kniekehle. Das sollte dann auch nicht sein. So, habe ich hier irgendwo... Nein, ich habe hier gar nichts mehr zum Fressen. Deswegen sprinte ich mal eben los, solange ich noch sprinten kann. Und lauf Richtung Lager, da wo wir einfach mal hin müssen. Und hol mir da ein bisschen was. So, Tactics muss ich da auch mal wieder dicht machen. Der gute Herr rührt sich auch nicht mehr. Muss ich mal gucken. Vielleicht kann ich den mal wieder animieren, hier mit mir zu spielen. Das alte Spielkind da. So, und das, die Musik geht mir ein bisschen auf den Sack. Ist zwar... Oh, shit. Hunger! Ich muss mich hier durchschleppen. Hallo? Was ist denn jetzt hier kaputt? Ja, dann können wir auch wieder in unserem Haus schlafen. So, also ich habe ja da so ein Knöppes am Boden. Alter, hier haben wir so viel Zeug, dass es hier auch laggt wie die Seuche. So, also Essen, gebratenes Schweinefleisch habe ich auf der anderen Seite. Oh, heute will ich Steak essen. Ein gutes Steak. So, habe ich es jetzt irgendwie gemeistert? Ja. So, essen wir uns mal wieder voll. So, zwei Steaks, dann bin ich satt. 200 Gramm Steak. Und schon ist man satt. So, und die Musik ist mir zu dramatisch. Ich muss mich hier, ich setze mich heute auch andauernd um. Hier habe ich Cleanstone produziert. Was ich eigentlich nicht unbedingt zwingendermaßen gemusst hätte.
Wenn ich mal gewusst hätte, ey, da ist eine Spitzhacke, die einfach mal gemacht wird. Die könnte ich mal wieder reparieren. Muss ich mal gucken. Liegt ja auf dem Weg, das reparieren wir einfach mal.